Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Alice 17. Wir sind jetzt erstmal am Düngen, genau. Nein, am Düngen ist der Erik, der fährt nämlich gerade. Na, Feld Nummer 6 Düngen, Feld Nummer 11 hat er schon. Das muss ich schnell machen, bevor hier das nächste Auto kommt. Ich habe zwar rundum Tüdeln, aber das interessiert die hier immer nicht viel. Dass wir hier ein bisschen, das Feld vernünftig bearbeitet kriegen. So, du. Du bist aus. Ansprung GPS, gut. Frage, Abstandfrage. Ja. 1 von 4. Das ist die erste, muss ich ja. Ja, gut, da fahre ich dir nochmal zur Hälfte drauf. Das hilft ja alles nichts. Ich muss am Anfang, muss ich das manuell machen, ne? Und ich fange hier unten an. Ich habe schon so lange keine Fahrkarte mehr gedreht, das kriege ich gar nicht mehr hin, glaube ich. Das fängt ja schon gut an jetzt. So, Weizen, Weizen ist richtig. Den 240 PS Schlepper, oder? Ja. Na, da war zu ackern hier. Da. Das ist ja was. Hey, ich hätte nicht erwartet, dass er sich da so schwer tut. Aber mal wieder ein bisschen mehr selbst machen. Nicht alles mit Toursplay machen. Und Fahrtassen kriege ich. Wenn ich meinen Fahrtassen mit Toursplay hinkriegen, das wäre nochmal was, aber. Und man könnte es auf Auto stellen und rein theoretisch müsste er dann, wenn er es aushebt, aber das funktioniert halt nicht mit halben Fahrgassenspuren. Das ist halt mein Problem. Wahrnehmen. So, wo war denn nicht? So, so. Ging das jetzt? Verdammt. Der Umschalt, ups, mach ich doch. So, muss ich dich schon wieder zurücksetzen. Nee, das war falsch. Wieso funktioniert der blöde Spurreißer nicht? Hä? Das Spurreißer links, ja. Spurreißer-Effekt an der Maschine oder was? Was soll das denn jetzt? Bist du mir so ein komisches Gerät?
Das verstehe ich jetzt nicht. Ja gut, dann muss das halt ohne Spurweiser gehen. Was auch immer da jetzt gerade das Problem ist. Was sagt die Lok? Nix. Verstehen muss ich das jetzt nicht. Verstehen muss ich das ja nicht. Das ist auch gut so. Vielleicht weiß ja einer von euch, warum. Vielleicht hat er auch schon mal einer mit der Saatmaschine, Seemaschine und Borussia gearbeitet. Vielleicht kann der mir sagen, warum das nicht geht. Aber das sei wieder ein bisschen überlappen. Spurhäuser wäre schön, aber dann könnte man jetzt schön besser von drin fahren. Aber naja, vielleicht muss ich mir doch nochmal, dann muss ich mir diese Seemaschine auch nochmal wieder weg, weil ich habe jetzt die Federstein extra verkauft und habe mir die geholt, weil ja, eigentlich finde ich die ganz schick, aber irgendwie auch gerade schon wieder nicht mehr. Ganz komischen Kram, sag ich dir. Ganz, ganz komischen Kram. Ja, Arbeitslose kann ich auch nicht umstellen im GPS. Das ist auch schon klasse. Also irgendwas funktioniert hier gerade so überhaupt nicht. Ich hätte abends um 0 Uhr, ich hätte auch um 0 Uhr nicht mal aufnehmen sollen. Das hätte ich einfach nicht machen, Franz. Es wäre besser gewesen. Einfach die Finger davon lassen. Aber naja. Ab und zu habe ich auch das Gefühl, der LS überlegt jeden Tag, wie er mir wieder ein bisschen auf die Nerven gehen kann. Aber wie gesagt, der Fehler liegt bei mir, da bin ich mir ziemlich sicher. Aber also, ich muss ja hier jetzt irgendwie auch mal auf GPS umstellen, ne? Der total scheiße ausgerichtet ist. Das kann ja was werden. Eigentlich ist das auch doof. Ich muss die zweite Spur hier sowieso gleich anders fahren. Ich muss den GPS ja sowieso neu einstellen. Auch wieder nicht drüber nachgedacht. Aber Mann, ist ja mit der Maschine langsam. Das ist ja der Wahnsinn. Ich glaube, ich hole mir doch die Federstelle wieder.
Ich habe jetzt auch eine drin, die hat dynamische Hose. Da sieht das ein bisschen schicker aus. Die hat halt auch 6 Meter, aber damit bin ich definitiv schneller als mit dem Ding. Und ja, ich weiß, sehen dauert halt, das ist halt nicht mit 50 km/h übers Feld brechen, aber das finde ich jetzt gerade doch ein bisschen sehr langsam. Oh. Fahr da mal rüber. Ernsthaft. Ich glaube, ich lasse das erstmal so. Lassen wir den GPS erstmal weg hier außenrum. Ja, so ganz viel sieht man in dieser Folge mal nicht. Es scheint zwar mittlerweile wieder die Sonne, aber das Getreide ist einfach noch viel zu feucht, um das zu dreschen. Und da ich halt auch irgendwie jetzt nicht gleich den ganzen Tag verschenken wollte, ich wollte halt irgendwie die Felder fertig haben. Wer weiß, wann ich da jetzt die nächsten Tage noch zu kommen. Habe ich gesagt, gut, lassen wir das Getreide abtrocknen. Dreschen wir das morgen und macht heute nochmal die Feldbearbeitung fertig. Oh, hier rum und Umtüten aus. Das ist ja nervig. Das ist ja nervig. So, da kann ich mich jetzt wenigstens annehmen. An der halben Kante orientieren. Deswegen so ein kleiner Anhaltspunkt. Bevor hier die erste Frage ist, ist die Folge 3, so ist die Folge so lang wie sonst 3 Folgen sind, so ungefähr. Ich glaube, wir machen das, ich mache das anders. Die Folge ist sowieso, die Länge haben wir erreicht. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Und ich hole mir eine andere Seemaschine, weil das,
Das ist keine Zeitersparnis, das ist Zeitverschwendung, glaube ich. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.